Ja, genau. Ich weiß nicht, ausleihen ohne zu fragen ist doch eigentlich auch immer stehlen, oder nicht? Natürlich, brauchen wir gar nicht drüber reden. So, hier sammle ich jetzt erstmal noch schön die Kiste ein und dann frage ich mich, in welche Richtung wir gehen müssen. Müssen wir jetzt hier durch den... Was? Was habe ich da gerade aufgehoben? Ein grellpinkes Shirt. Alles klar. Okay, da habe ich mich ja doch nicht verlesen. So, die Frage ist, wo muss ich jetzt lang? Geradeaus weiter? Oder hier durch die Höhle? Was ist das für eine Höhle? Ich aktiviere das mal eben, dass wir wissen, wie das hier heißt. Östlicher Labantunnel, unterirdische Passage. Und was sagt meine Karte dazu? Geh Richtung Nordwesten zum Turm. Ja, okay, da muss ich hier wahrscheinlich erstmal noch nicht hin. Dann gehe ich hier auch erstmal noch nicht hin. Na, guck mal. Praktisch. Aha. Ey, so können wir natürlich auch Katzgeister sammeln, wenn die dann direkt wieder da sind. Einfach eben rein und dann hier die Katzgeister sammeln und wieder raus. Oh, nee, gar nicht wahr. Rein, raus und dann Katzgeister sammeln und dann wieder rein. So rum. So. Hallo, was stehst du denn da so vor meiner Tür? Gefährliches Treffen. Mach sie alle platt hier. Ah, die halten ganz schön was aus, ne? Die haben zwar nur einen Punkt, aber die halten ganz schön was aus. Aber das ist nicht schlimm. Wir kriegen sie trotzdem alle kaputt hier. Wow, Leute, was ist los hier? Nicht von denen verprügeln lassen. Na also, es geht doch. So, der ist auch fast platt. Wie viele kommen denn da noch? So, sehr schön. Ach ja, es ist so schön. So, wo müssen wir jetzt hin? Hier hin? Oh, das sieht mir so aus, als wenn da der Turm wäre tatsächlich. Und was ist dann hier? Irgendeine Festung. Ich will gucken, was da ist. Ich will es wenigstens einmal anschauen. Oh, da ist noch eine Kiste. Die nehme ich auch noch mit. So, das hier ist wahrscheinlich dann das Lager oder sowas von denen vielleicht. Oder auch nur ein Tor. Oder nur ein Tor. Waren wir hier schon mal? Ach, ich glaube, wir waren hier schon mal. Natürlich, hier konnten wir vorher nicht rein, weil das ja gesperrt war sozusagen für uns. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Alles klar. Und dann gehen wir jetzt zum Turm. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch. So, wir sind am Turm angekommen. Ich gucke mich hier erstmal um, so gut es geht. Ich weiß nicht. Okay. Bothering to hide this trap. They probably knew we'd sense it. The question now is just what they're planning to spring on us. Ja, das ist die Frage. Ich wollte gerade sagen, ich gehe mal so gut gucken hier, wie es geht, bevor wieder ein Gequatsche kommt. Und dann kam ja auch sofort wieder ein Gequatsche. So, noch eben auf der anderen Seite gucken, aber hier scheint ja mal echt nichts zu sein, Mensch, das ist ja nicht zu fassen. So, dann wollen wir mal. Einmal speichern. Speichern ist wichtig. So, und dann schlagen wir uns durch den Turm, der ja ganz schön hoch ist, wenn ich das mal so anmerken darf. Man kann es nicht richtig sehen, aber er ist verdammt hoch. Gut, gehen wir rein, ab in die Falle. Lothringen, Turm der Exorzisten. Na, das kann ja was werden hier. Ab in die Falle. Da hinten ist schon mal eine Kiste. So. Ich glaube, bevor ich jetzt hier hochgehe, gehe ich erst noch auf der anderen Seite gucken. Oder hier drin, hier im Innenkreis.
Hier sind gar keine Monster, ne? Also es ist wahrscheinlich wirklich einfach nur eine Falle der Exorzisten, also der Abtei. Das heißt, die wollen gleich gegen uns kämpfen, bestimmt. Die wollen uns dann fertig machen. Und zwar uns alle. So, wie gut, dass ich nochmal auf die Seite gegangen bin. Hier ist zwar keine Treppe, aber immerhin war da noch eine Kiste. Wieso kommt mir der Turm so bekannt vor? So, der Aufbau des Turms, der kommt mir so mega bekannt vor. Ich weiß auch nicht. Gab es vielleicht in Tales of Zestiria mal einen Ort, der so ähnlich aufgebaut war? Kann sein, ne? Mit so einer Treppe hier nach oben? Aizen, when and how did Ifrid disappear exactly? And how did you two meet in the first place? You know, you ask an awful lot of questions about us. What? I don't mean to pry, really. Perhaps it's a habit I picked up from my work. Drat, it seems I've been digging too hard. No matter. Ifrid vanished about a year ago. He agreed to fight a duel against someone, and secretly left to meet his opponent. Once we figured out what was happening, we rushed to the scene. But all we found was the aftermath of a fight, and a pendulum. Was Zavid his opponent? Given his choice of weapon and his ability to fight, I'd say it's likely. What I don't get is why Ifrid would end up captured and imprisoned by the Abbey after a fight with a stray Moloch. The Abbey had him prisoner? On their island. Until an exorcist named Melchior took him away, that is. What? Lord Melchior did? The Abbey would have captured Ifrid about a year ago. Surely it must have caused quite a stir. I was simply patrolling. I wasn't involved in any such operations. Oh, but I do remember that we suffered a great number of casualties around that time. I never heard why, and when I went to investigate, I found no records of any major deployment. And then I was ordered to cease any such investigation by Lord Melchior. That's fishy. He wanted to hide something, clearly. And I think I'm starting to get a picture of what it was. And it involves the Abbey? Oh Mann, da bin ich ja gespannt, was er vertuschen wollte. Vielleicht finden wir das ja noch raus. Und mir kommt das hier gerade sowas von mega bekannt vor irgendwie. Jetzt wäre ich hier schon mal gewesen. Also dieser Raum hier. Ich glaube, es gab in Tales of Zestiria so eine Ruine, die sah so ähnlich aus. Nur, dass es halt dann eine Ruine war. Kann ich mir zumindest gut vorstellen. Also zumindest meine ich das gerade. Vielleicht meine ich das ja auch falsch. Naja, mal schauen. So, die Frage ist, gehe ich jetzt erst da durch die Tür oder gehe ich erst die Treppe rauf? Ich gehe natürlich erst die Treppe rauf. Ja, ich gehe erst die Treppe rauf. Ich gehe erst hier oben noch gucken, ob hier noch was Lustiges ist. Oder was Wichtiges, was Schönes. Eine Katzkiste. 140. Ah, Mist. Da müssen wir noch ein bisschen was einsammeln. Da brauchen wir noch ein paar Katzgeister. Hier sind ja noch ein paar. 129 haben wir jetzt. 130, 131, 132... 141. Passt. Einfache Schleife. Ja, super. Wie gut, dass wir nach oben gegangen sind. So haben wir auch die Katzkiste jetzt noch entdeckt. Und wir können sie jetzt sogar noch öffnen. Genau. So, was ich mich übrigens die ganze Zeit schon frage, ist, Eisen ist ja wohl wirklich der Eisen aus Tales of Zestiria, also der Bruder von Edna. Tropfenohrringe, rechts. Expedition ist zurück. Da frage ich mich aber die ganze Zeit, wo ist denn seine Schwester? Weil von ihr haben wir bisher noch nichts gehört. Oh, haben wir da echt mal was Neues gefunden? Schneckenmuschel. Tatsache. Das ist was Neues, Schneckenmuschel. Ist aber kein Schatz, ne? Nein, alles klar. Ist dann anscheinend einfach nur ein Item, was wir jetzt gefunden haben. Ich kann mal eben gucken. Da. Dieses Muschelwesen nutzt Strömungen und seine Spiralform, um sich unter Wasser mit hohem Tempo fortzubewegen. Alles klar.
Also einfach nur ein Item. So, jetzt bin ich mal gespannt. Eifried. So, this is Von Eifried. Eisen, it's good to see you again. So you're alive. You could have sent a letter. When have you ever written a letter to another man? True. Aside from my little brother, not even once. Your brother? Ah, yes. You told me that once. Eisen, why? I've got no brother. Enough of your tricks! Thanks for luring him out! I owe you one! Zavid. Now come on out, you old coot! Lord Melchior. Breaking through my double illusion. Impressive. I make it a point not to fall for the same tricks twice. I shouldn't have let you get away last time. I won't make that mistake again. What? Why am I here? Her consciousness has returned, so that is its power. He turned her into a demon. What? This can't be happening. A chain reaction. Your Reaper's curse is quite the dreadful affliction, isn't it? Don't you run away! Heads up! Wyvern's coming! Okay, ich dachte gerade echt für einen Bruchteil einer Sekunde, dass da tatsächlich Edna war. Aber okay, das hätte mich auch wirklich sehr gewundert, weil so wirklich so erst so, ja, Edna und so, ne, haben wir noch gar nichts von gehört. Und wenn das doch ihr Bruder ist und so, ne, wieso spricht er dann nicht davon? Und jetzt auf einmal sieht man sie, zwar nur von hinten, aber man hat sie gesehen. Das ist schon krass. Ach Mann, ich habe nicht genug Dingens hier. Liegt hier vielleicht irgendwo so ein Ding rum? Nee, ne? Schade. Sehr, sehr schade. Braucht mal echt mehr blaue Punkte hier. Ah, sehr schön, okay. Ja, ich bin leider noch nicht voll, sonst könnte ich auch mal ein mystisches Art einsetzen. Aber bei mir fehlt noch ein bisschen. Nein, nein, nein. Ach komm, Velvet. Lass dich doch nicht ständig verhauen hier. Ja, wir haben halt einfach zu wenig blaue Pünktchen. Ich habe nur einen. Und jetzt habe ich wahrscheinlich bald gar keinen mehr. Naja, wir schaffen das schon noch. Es dauert halt jetzt ein bisschen länger so, auf diese Art und Weise.
Juhu! Ich habe mal wieder zwei. Oh mein Gott. So, eben schützen. Jawohl, jetzt haben wir drei. So, schützen. Na also, es geht doch hier. Es geht doch. Looks like you got caught in your own trap, old man. Oh, are you sure about that? What the? I'll take care of the last one. Jump in and kill without a second thought. Is that your creed? Marvelous. Your Siegfried is just the power I've been looking for. What? My work here is done. The hell did you do? Wait, damn you! Follow them! Oh oh, hat er ihm jetzt etwa die Kraft gestohlen aus dieser tollen Waffe? Sah ja echt so aus, ne? Aber warum hat er den... Ja klar, okay, also ich brauche eigentlich gar nicht fragen, warum er jetzt hier das eine Monster... Warum er das eine Monster jetzt hier gerettet hat, sag ich jetzt mal. Weil das ja vorher halt Menschen waren, ne? Ist ja... Das wissen wir ja schon. Also, was heißt Menschen? Es waren ja, glaube ich, Malaks, ne? Und deswegen hat er wahrscheinlich jetzt das eine Monster noch gerettet. So, wohin soll ich denn jetzt eigentlich folgen? Nach oben? Nach unten? Zur Seite? Folge Savit und dem komischen Typen. Alles klar, mache ich. Ich weiß nur nicht, wohin. Ich renne jetzt einfach mal nach oben. Vielleicht sind sie ja nach oben geflohen. Aber wahrscheinlich eher nicht. Wahrscheinlich sind sie eher nach unten geflohen, weil da oben ging es ja nicht weiter. Aber es war ja eine Tür. Vielleicht geht die Tür ja jetzt auf. Aber ich glaube, dann würde mir das doch angezeigt werden, oder? Ja. Da wird mir nichts angezeigt. Nee, ich glaube, hier geht es immer noch nicht weiter. Nein, alles klar. Ja, da muss ich wahrscheinlich einfach unten raus, ne? Dim, 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 laufen wir halt wieder runter. Ist ja nicht so schlimm. Ist ja alles halb so wild hier. So, und dann hoffe ich, dass wir den Typen noch irgendwie aufhalten können. Ich mag den nicht. Aber jetzt konnten wir schon mal sehen, wie der Captain aussieht. Ne? Von Eisen. Mann, wieso komme ich jetzt auf den Namen nicht mehr? Das ist ja furchtbar. Jetzt haben wir den Captain gesehen und wir haben ganz kurz Edna gesehen, auch wenn es nicht die echten waren. Es waren ja nur Illusionen, aber trotzdem. Damn. You sure got some speedy legs for an old fart. I'm glad to see you're okay, Zavid. It's not me that I'm worried about. Melchior was highly interested in your weapon. And yet he didn't steal it. Surely a legate like him could snatch it if he wanted to. Why bother stealing it? When you can just copy its hidden formula. Some arts can decipher the workings of other arts in a split second. And guess what Melchior's specialty is? As he left, he said, "My work here is done." The Abbey must have some use for that unknown art. Who knows what? After all, they brought it here from another continent. And we'll find out what they're after and crush it to dust. Let me ask you just one question. Why do you have Siegfried? I'm counting on you, he said. Back when I served the exorcists, they sent me on a mission to capture Eifried. Zavid, you were once their slave? Yeah.
My mind was under the influence of Enominat's domain. But when Ifrit aimed this baby at me, one shot was all it took to open my eyes. The fight we had after that was one for the books. He might have been a human, but that guy was a beast. Put a song in my soul. But then Melchior had to jump in and spirit Ifrit away with one of his damned illusions. That old bastard, playing tricks with people's minds. But why'd he grab Ifrit and not Siegfried when he had the chance? He probably didn't know at the time that this guy was the real prize he was after. But Ifrit knew. Right before he was taken, he distracted Melchior long enough to hand Siegfried over to me. Well, that's all I know. Whether you believe me or not is up to you. Got it. We're done here. Huh? That was easy. Ifrit only says I'm counting on you to people he trusts. Is that so? So, what are you gonna do now? Gonna keep looking for Ifrit. Still gotta give this back and settle our score. I doubt you have much time left to get that done. I'd hazard a guess that until now, Melchior was unaware what Siegfried could really do. In other words, he and the exorcists weren't able to interrogate anything out of their captive. And now that Ifrid's no longer needed, I see no reason for them to keep him alive. You think I don't know that? If you really want to save Ifrit, you probably ought to team up with us. Nope. No can do. Why not? You lot will do anything to achieve your goals. Even kill. Sorry, I'm a fighter, not a killer. I won't steal a single life. That's just my creed. And I've got no intention of changing our pirate creed either. Aizen and Zavid have their own creeds. They both have such strong principles, even though they're so different. Just like humans. Ach Mann, er kommt immer noch nicht mit. Es ist wie bei Tales of Zestiria. Den muss man echt bitten und betteln, dass der endlich mal sich uns anschließt. Well, that was sure something. Melchior and his illusions are cheats. There's no cheating in combat. What I meant is that they were awfully dirty tricks for an upstanding exorcist. And the illusions seemed so real. Had that gone on any longer, I wouldn't have been able to tell what was real and what was fake. If it can't be distinguished from reality, perhaps one could live a happier life within the illusion. That sort of happiness can rot. You think so? But by using illusions, you can defeat an opponent without causing them any physical harm. Oh, how humane. Wow, the Abbey is so great. Lord Melchior is an exemplary man who has served Lord Artorias since before the Abbey's founding. He's done everything from logistical planning to defense strategy and even political negotiations. He shows the utmost concern, even for his opponents, so... He turned a friendly Moloch into a dragon. That was... Physical wounds can heal. Emotional wounds never fully fade. Yeah, but... Don't lose heart, Eleanor. Foul play is foul play, but you're talking to a demon and a witch. Who can judge? I appreciate that you're trying to console me, but as an exorcist, I cannot accept this. Eieieiei. Okay, meine Lieben. Tja, da haben wir ja ganz schön was erlebt. Leider ist der Zavid immer noch nicht dazu bereit, mit uns mitzukommen, was sehr schade ist, wie ich finde. Aber nun gut, meinetwegen. Dann eben nicht. Ne? Dann eben nicht. So, dann würde ich sagen, speichere ich jetzt hier und mache dann wieder einen Cut. Wir sehen uns in einem neuen Part bald wieder. Bis dahin. Tschüssi.